Monsieur, Dame, il faut cuisiner. Ich lese das Berufsschulbuch Der junge Koch, die junge Köchin, ein das Berufsschulbuch für Köche, ganz ohne Serifenschrift. Das Vorlesen ist deshalb ein bisschen schwierig und ich lese eine Doppelseite, Teil Einführung, Kapitel Umwelt und Verbraucherschutz, 2.3 Verordnung über Lebensmittelhygiene, Basishygiene. Den Inhalt des Buches finde ich teilweise ziemlich fragwürdig. Ich habe es mir nicht richtig vorher angeguckt. Ich lese es einfach so vor. Ich weiß nicht, was kommt. Davor waren so ein paar Sachen, die waren einfach nur daneben. Verordnung über Lebensmittelhygiene, Basishygiene. Food Hygiene Regulations. Le Décret sur la Hygiene. Le Décret sur l'Hygiène des Produits Alimentaires. Für den hygienischen Umgang mit Lebensmitteln hatte bisher jeder Staat eigene Vorschriften, deren Einzelregelungen aber ähnlich und damit vergleichbar waren. Um den Warenaustausch zwischen den Staaten zu erleichtern, hat die EG, die gibt es bei mir so nicht mehr, eine Verordnung geschaffen, die in allen Mitgliedstaaten einheitlich gilt. Wesentlicher Inhalt ist die Verpflichtung zu Eigenkontrollen, HACCP. Hazard Analysis Critical Control Points, Hazard Gefahr Risiko Analysis Analyse, Critical Kritischer Control Control Points Punkte. HACCP, Hazard Analysis Critical Control Point. Sinngemäß Risikoanalyse und kritische Prüf- und Steuerpunkte. Anmerkung, das englische Wort Control darf hier nicht mit Kontroll übersetzt werden. Hier bedeutet es unter Kontrolle haben, steuern. Da stehe ich jetzt schon nicht. Ich finde das Buch an der Stelle schlecht. So. Es geht weiter mit HACCP-Konzept und ich höre jetzt schon wieder auf, weil ich schlechte Laune kriege. Magst du was nicht? Naja, morgen vielleicht wieder oder ganz sicher.